WM-Spitzenreiter Nico Rosberg hat gut lachen, obwohl das Duell der Teamkollegen immer härter wird. Aus Freunden, die schon mit 13 Jahren im Kart gegeneinander fuhren, sind Gegner geworden. Bei der Siegerehrung letzten Sonntag in Monaco verweigerte ein zerknirschter Lewis Hamilton-Gewinner Rosberg demonstrativ die Gratulation. Bei uns ist gerade bisschen schwierigere Phase, teamintern, die gibt es halt immer, das ist ganz normal und die gab es auch in der Vergangenheit und das wird auch immer so sein, ja. Das ist nicht das letzte Mal, dass ein bisschen Schwierigkeiten sind. Experten befürchten, dass es in den nächsten Rennen zum großen Knall zwischen den beiden Fahrern kommen könnte. Rosberg selbst ist aber um Ausgleich bemüht. Wir können nur Erfolg haben als Team, ja. Alleine geht gar nichts und das ist ein ganz wichtiges Thema und auch da gebe ich mir auch sehr viel Mühe, ja, das ist immer, das mit der, also die Teamarbeit, ja, da gebe ich mir Mühe und so weiter. Auch die Stimmung im Team ist wichtig. Fakt ist, die harten Duelle der beiden Mercedes-Fahrer sind im Moment das Spannendste in der Formel 1 und beste Werbung für den deutschen Rennstall. Und solange die Konkurrenz weiter so hinterherfährt wie bisher, wird die Teamleitung die beiden Rivalen wohl auch ungezügelt fahren lassen.